Was ist das für ein Phänomen? Fast kaum zu hören, kaum zu sehen. Ganz früh schon fängt es in uns an, das ist das Raffinierte dran. Als Kind hat man es noch nicht gefühlt, hat noch in allen schön gespielt. Das Dreirad hat man sich geteilt und niemand hat deshalb geheult. Doch dann hieß es von oben her, mit dem da spielst du jetzt nicht mehr, das möchte ich nicht noch einmal sehen. Was ist das für ein Phänomen? Und ist man größer, macht man es auch. Das scheint ein alter Menschenbrauch, nur weil ein anderer anders spricht und hat ein anderes Gesicht. Wenn man es noch so harmlos meint, das ist das Anfangsbild vom Feind. Er passt mir nicht, er liegt mir nicht. Ich mag ihn nicht und finde ihn schlicht geschmacklos. Und hat keinen Grips und außerdem ist ein bunter Schlips. Dann setzt sich in Bewegung leis der Hochmut und der Teufelskreis. Und sagt man, was dagegen war, dann heißt, wer ist denn hier normal? Ich oder er? Er oder ich? Du oder ich? Ich finde die Typen widerlich. Und wenn du einen Penner siehst, der sich sein Brot vom Dreck aufliest, dann sagt ein Mann zu seiner Frau, guck dir den Schmierfink an, die Sau. Verwahrlos bis zum Tocht hinaus. Ja, früher warf man die gleich raus und heute muss sie es ernähren. Und du sollst auf dich wehren und auch die Gastarbeiter best. Der letzte Rest vom Menschenrest, die sollte man alle das sehr gut Spießruten laufen lassen, bis aufs Blut. Das haben wir ja schon mal gehört. Da hat man die gleich streng verhört, verfolgt, gehetzt und für ins Lager reingepfercht und hier hat man sie dann erschlagen all. Die Kinder mal auf jeden Fall. Die hatten keinem was getan. Was ist das für ein Größenwahn? Das lodert auf im Handumdrehen, ist auf einmal Weltgeschehen. Denn plötzlich steht an jedem Haus die Türken und Zigeuner raus, nur weil kein Mensch derselbe ist. Und weiß und schwarz und gelb ist, wenn er verbrannt. Ob Frau, ob Mann. Und das fängt schon von klein auf an. Und wenn ihr heute Dreirad fahrt, ihr Sterblichen noch klein und zart. Es ist doch eure schönste Zeit, voll Fantasie und Kindlichkeit. Lasst keinen kommen, der da sagt, dass ihm dein Spielfreund nicht behagt. Dann stellt euch vor, das Türkenkind, dass ihm kein Leid und Tränen sind. Dann nehmt euch alle an die Hand und nehmt auch den, der nicht erkannt, dass früh schon in uns allen brennt. Das, was man den Faschismus nennt. Nur wenn wir eins sind, überall, dann gibt es keinen neuen Fall von Auschwitz bis nach Buchenwald und wer es nicht spürt, der merkt es bald. Nur wenn wir alle in uns sehen, besiegen wir das Phänomen. Nur wenn wir alle in uns sind, fliegt keine Asche mehr im Wind.